Und ich habe jetzt eine Videoschalte in meiner Heimat. Sie wissen ja, dass ich gerne in fremde Wohnzimmer schaue und besonders gerne natürlich in meiner Heimatstadt in Wien. Und da begrüße ich die Madeleine. Madeleine Preis. Hallo. Servus. Du hast uns geschrieben und ich habe gelesen, du bist eigentlich eine Münchnerin. Was machst du denn bei mir zu Hause in Wien? Also ich bin voll kackebürdige Münchnerin, gell? Ach so. Ich bin in München schon sehr lange. Ja, ich komme aus Oberfranken, das muss ich schon dazu sagen. Ah, okay. Aber das heißt, unsere Dialekte verschmelzen miteinander. Da muss man nicht zweimal fragen, was hat er gesagt? Richtig, ja. Ich besuche gerade meine Cousine in Wien, die studiert hier. Ah, wie lange bleibst du denn in Wien? Noch bis morgen leider, es war ein Kurztrip. Achso, da könntest du mit deiner Cousine einen Sprung nach Floridsdorf rüberfahren über die Donau und meinen Eltern liebe Grüße sagen von mir. Weil die schauen sich jetzt auch gerade die Sendung an und dann bin ich aus dem Schneider, weil dann habe ich die Verantwortung an dich weitergegeben. So machen wir es. Also, bevor ich dir jetzt einen letzten schönen Tag in Wien wünsche, was machst du denn beruflich? Eigentlich bräuchte ich gar nicht fragen, weil wenn man dich sieht, steht das schon fest, du bist Model. Das ist lieb, nein, ich arbeite tatsächlich im öffentlichen Dienst in München. Ach, schon her, okay. Und deine Hobbys, weil ich gelesen habe, du tanzt gerne. Richtig, und schon sehr lang, würde ich sagen, da war ich doch ganz klein. Okay. Und ja, ich tanze schon sehr lang und gerade aktiv Ballett. Sehr gut. Genau. Also, du hast uns geschrieben, dass du gerne deutschen Schlager hörst. Gibt es da einen besonderen Schlagersänger oder Schlagersängerin? Ja, den gibt es. Ja, dann sag uns mal seinen Namen. Ja, das ist der liebe Ramon. Ramon Roselli? Also dieser Stefan Mross ist doch ein Fuchs. Man könnte fast sagen, ein Fuchs sitzt da, der Ramon im Publikum. Ich weiß nicht, ob du die Sendung von Anfang an verfolgt hast. Das heißt, du weißt, dass er hier ist. Jetzt. Ja, das weiß ich. Was gefällt dir denn ganz besonders an dem Ramon? Hast du mitgekriegt, dass er bei dieser Castingshow mitgemacht hat? Ja, tatsächlich. Wegen ihm habe ich die Sendung von vorne bis hinten verfolgt. Tatsächlich. Die ganze Staffel? Hat einfach ja. Bevor du mir jetzt sagst, was du gut an dem Ramon findest, würde ich sagen, Ramon, komm doch mal kurz nach vorne zu uns. Darf ich euch vorstellen, das ist die Madeleine. Zu dir rüber, oder? Ja, komm hierher. Ja. So, darf ich euch bekannt machen, die Madeleine? Hallo Madeleine. Hi. Wie geht's dir, alles gut? Mir geht's super, ich freue mich, dass ich hier sein darf, aber ich bin ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Ja, so ist es. Ich bin noch aufgeregter als du. Ja, das sie hat sich deinetwegen die ganze Staffel DSDS angeschaut im Fernsehen und jetzt stehst du hier. Was würdest du ihm sagen, wenn er jetzt wirklich hier stehen würde? Madeleine, sag mal. Ich würde ihm sagen, also mich hat ja von Anfang an seine Bodenständigkeit sehr fasziniert und auch die Authentizität mit Leichtigkeit und Positivität, mit der einfach durch die Staffel ja schon fast durchgeflogen ist und das fand ich immer ganz toll, dass er eigentlich so nahbar war. Das freut mich echt zu hören. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Madeleine, soll ich dir was sagen? Ich durfte ihn ja mittlerweile auch ein bisschen kennenlernen. Und man stellt sich ja, wenn man eine Person im Fernsehen sieht, immer vor, wie der denn sein möge. Darf ich dir was sagen? Der ist wirklich so nett, wie er rüberkommt im Fernsehen. Ich stehe jetzt hier auf der anderen Seite. Würde es dir eine Freude machen, wenn er heute auch singt? Weil eigentlich ist er nur als Publikum engagiert, aber jetzt, wo du... Wenn er eh schon da ist, würde ich sagen, kann er doch auch mal singen. Dann würde ich auch sagen, genau, wenn er eh schon da ist. Ja, was möchtest du denn gerne hören? Das ist ja so schön. Also ich würde mich sehr freuen, wenn du dein Nummer 1 singst, und zwar eine Nacht. Okay, ja, dann würde ich sagen, machen wir das. Da freue ich mich auch. Da habe ich schon mal mitgesungen. Okay, dann sind wir schon mal zu zweit bei den ganzen Millionen Zuschauerinnen. Dir wünschen wir noch einen schönen Tag. Bleib einfach dran und hier ist dein Ramon Roselli mit dieser einen Nacht. Vielen Dank. Oh,
heute gesehen und ich dachte, mein Herz bleibt stehen. Ich hatte Gänsehaut, konnte einfach nicht weitergehen. Ich hab es immer geahnt, dass es mal passieren muss. Hab es mir ausgemacht, mit Alleinsein ist jetzt Schluss. Ich sag nur eine Nacht und einen Tag mit dir. Ja, wie schön wär das. Ich umarm die Welt. Das Leben macht mir Spaß. Ich sag nur eine Nacht und einen Tag allein. Ja, ich schwöre dir, das halt ich nicht aus. Bei dir bin ich zu Hause. Oft hat man mir wehgetan. Wenn ich deine Augen sehe, weiß ich, dass ich dir vertrauen kann. Ich weiß, wir passen zusammen wie eine schöne Melodie. Herzen im Gleichgewicht, so wie jetzt, war's noch nie. Ramon Roselli, eine Nacht der Über. Und seine Königin. Und seine Königin. Schöne Grüße nach Wien. Alles, alles Gute. Vielen Dank. Ein und schönes auch. Leben noch. Bleib gesund. Ciao. Servus, Madeleine. Servus. Herrlich. Liebe Grüße. Der letzte Tag verbringen Sie in Wien.